Der Lebensstil, würde ich sagen, der hat sich in den letzten 70, 80 Jahren so dramatisch verändert, dass eigentlich die Entzündungsprozesse eine logische Konsequenz sind. Und wenn man bei Entzündung ist, dann ist man eben auch bei Depressive-like Behavior, so nennt man das in der Wissenschaft. Denn die Depression ist ja eine Strategie, die jeder Mensch individuell wählt, um aus einer bedrohlichen Situation herauszukommen. Weil wir eine sehr, sehr überstresste Gesellschaft sind, die es einfach nicht mehr schafft, ja, sich zu regenerieren, sich mental zu erholen. Wir können das Ding einfach nicht mehr abschalten. Dann ist eine Konsequenz ist die Schlafstörung. Und wegen der Schlafstörung gehen wir dann zum Hausarzt und der gibt uns dann irgendwelche Schlafmittel. Und damit öffne ich eigentlich schon die Tür dafür zu sagen, okay, du wirst dann irgendwann schlafmittelabhängig oder du fängst an zu überlegen, wo die Schlafstörung herkommt. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema Depression. Also ich hatte das große Glück, würde ich heute sagen, dass ich im Rahmen dieses Studiums eben zwei Depressionsforscher kennengelernt habe, zwei führende Depressionsforscher, die das ganze Thema auf eine ganz andere Ebene gebracht haben, nämlich die schon 2006, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 2006 eine bahnbrechende Publikation rausgebracht haben, wo sie ziemlich gut erklärt haben, und das hat sich dann im Laufe der Jahre dann auch immer weiter differenziert und auch bestätigt, dass eine Depression eindeutig korreliert ist mit Entzündungsprozessen. Ja? Und wenn man bei diesem Thema Entzündung ist, dann ist man eben, oder ich bin das vor allen Dingen auch auf der evolutionsbiologischen, evolutionsimmunologischen Ebene, weil ich habe durch meine eigenen Feldstudien, die ich 10 Jahre durchgeführt habe, von 2011 haben wir angefangen und die letzte Publikation haben wir jetzt rausgebracht in diesem Jahr. Die ist gerade im Peer-Review-Prozess, haben wir also uns die evolutionsbiologischen Hintergründe von all diesen ganzen Inflammationsentwicklungen, die wir in unseren modernen Zivilisationen haben. Ich habe gestern einen schönen Buchtitel gefunden bei Amazon, Civilized to Death. Ich will jetzt keine Werbung für Bücher machen, aber ich fand diesen Buchtitel so geil, weil er genau das beschreibt, ja. Also wir zivilisieren uns praktisch zu Tode. Und was ist diese Zivilisatose, wenn man das so beschreiben will? Das sind eben ganz viele Faktoren, die mit unserem Lebensstil zu tun haben. Ja, das ist die Ernährung, die sich wahnsinnig verändert hat. Wenn ich heute nochmal mit meiner Großmutter sprechen dürfte, ja, die schon viele Jahre nicht mehr auf diesem Planeten ist, aber ich habe noch so als Kind erlebt, ja, wie so die Denke war, wie war der Lebensstil, wie haben die sich mit Ernährung auseinandergesetzt. Es gab keine E-Bikes, es gab kaum ein Auto. Ja, also man hat alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß gemacht. Also der Lebensstil, würde ich sagen, der hat sich in den letzten 70, 80 Jahren so dramatisch verändert, dass eigentlich die Entzündungsprozesse eine logische Konsequenz sind. Und wenn man bei Entzündung ist, dann ist man eben auch bei Depressive-like Behavior, so nennt man das in der Wissenschaft. Denn die Depression, wenn ich wieder auf die Evolutionsebene zurückkomme, ist ja eine Strategie. So erkläre ich das meinen Seminarteilnehmern auch immer. Es ist ja eine Strategie, die jeder Mensch individuell wählt, um aus einer bedrohlichen Situation herauszukommen. So, und da werden wir jetzt ja gleich drüber sprechen. It's all about stress, it's all about danger, hat mal einer meiner Professoren gesagt. Ja, danger, der Mensch ist gemacht dafür, aus bedrohlichen Situationen herauszukommen. Und alles, was wir haben, Muskulatur, unser Stresssystem, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Entzündung, all diese ganzen Themen sind mal letztendlich gemacht worden dafür, dass wir aus diesen bedrohlichen Szenarien rauskommen. Was wir in Tierfilmen wunderbar noch nachvollziehen können. Also wir dürfen ja nicht so tun, als wären wir als Homo sapiens irgendwas Besonderes auf diesem Planeten. Wir sind letztendlich auch nur ein Säugetier, ja, in Anführungsstrichen. Und wenn wir uns Säugetiere anschauen, wie dort die Verhaltensweisen sind, deswegen schaue ich so gerne Tierfilme, ja, dann sehen wir eben auch, welche Verhaltensweisen auch in uns programmiert sind. Wobei wir eben durch unsere kulturelle Entwicklung natürlich, unser Gehirn ist viel größer. Wir haben einen viel größeren Hirnvolumenindex, als das andere Säugetiere haben. Das heißt, wir haben auch noch die Fähigkeit, sehr viel zu denken
und sehr, sehr viel Gelerntes auch noch abzuspeichern. Wenn man das mit einem Krokodil vergleicht, Krokodil hat so ein Gehirn, wir haben so ein Gehirn, ja, und ein Krokodil ist nur dann aggressiv, wenn es Hunger hat. Und wenn es satt ist und gefressen hat, dann liegt es halt stundenlang, tagelang in der Sonne und macht gar nichts. Ja, das wissen Tierfilmer, deswegen können sie eben Alligatoren und so weiter dann auch sehr, sehr nahe kommen. Ja, und was will ich damit sagen? Dass wir eben auch nur ein Säugetier, ein besonderes Säugetier sind, was ja ein großes Gehirn entwickelt hat. Und das ist so ein bisschen unsere Krux der westlichen Zivilisatose, so will ich das mal nennen, dass wir eben eine veränderte Umwelt haben, die wir dramatisch selbst verändert haben. Ich will jetzt gar nicht über Klima sprechen, das ist mir zu groß, das Thema. Aber wir haben eben unseren Lifestyle dramatisch verändert und auf der anderen Seite haben wir ein großes Gehirn, was unglaublich viel Informationen akkumulieren kann. Und wie du weißt, in deinem täglichen Job, bei mir das Gleiche, man hat also permanent ja das Gefühl, dass man hat gerade eine Liste abgearbeitet, dann ist die nächste schon wieder voll. Ja, also ich mache morgens immer so eine halbe Stunde E-Mails, mittags und abends, und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe jetzt so einen inneren Haken gesetzt, ja, aber dann sind die Meldungen auf Messenger, Facebook, LinkedIn, was auch immer wir heute nutzen, die sind dann schon wieder da, ne? Und dadurch ist man ständig irgendwie in der Reaktion. Man hat dann manchmal das Gefühl, geht dir wahrscheinlich genauso. Man agiert nicht mehr, sondern man reagiert nur noch den ganzen Tag, ist abends dann so gestresst, dass man, ja, wie ich jetzt in diesem Fall dann Sport treibe oder mir auch Sport anschaue. Für mich ist Tennis Meditation, deswegen gucke ich gerade die US Open und kann manchmal so 3 Stunden lang auf den Ball gucken und das bringt mich dann runter, ne? Das ist eine parasympathische Strategie. Okay. Dann wäre jetzt interessant, was deiner Meinung nach so die wichtigsten Ursachen sind für diese Depression oder diese depressive Verstimmung. Du hast schon ein paar Sachen angedeutet, die Zivilisation, die Ernährung, Stress, Ängste und so weiter und so fort. Aber vielleicht kannst du noch mal gebündelt jetzt sagen, was so die wichtigsten Faktoren sind. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich das Glück hatte, bei 2 sehr berühmten Depressionsimmunologen oder Depressionsforschern studieren zu dürfen, von der Universität Atlanta in den USA. Und Andy Miller und Charles Raisin, die haben damals eben, wie gesagt, dieses bahnbrechende Paper Mitte der 2000er Jahre rausgebracht, wo sie eben deutlich erklärt haben, ja, wie der Link ist zwischen den Depressionen, die viele Leute wahrnehmen, oder depressive Phasen, Episoden, wie man ja in der Psychotherapie oder Psychologie sagt, und dass das eben Verlinkungen hat zum Immunsystem, zum Stresssystem. Und für mich ist die Verlinkung zum Stresssystem eben die ursächliche. Ne? Also was das Stresssystem letztendlich triggert, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber letztendlich werden über unsere Sinnesorgane Bedrohungsszenarien wahrgenommen und die werden übersetzt, interpretiert in Hormone. Und diese Hormone, die aktivieren wiederum unsere Supersysteme, Herz-Kreislauf-System wird aktiviert. Ja, und dann kommen wir halt in diesen Flight-Fight-Response. Also wir wollen wegrennen oder wir wollen kämpfen, wie ich das ab und zu immer noch in Wettkämpfen mache. Ja, im Sport haben wir das noch. Aber man hat natürlich auch diese inneren Kämpfe. Ja, Menschen haben Kämpfe mit sich selber, aber sie haben natürlich auch Mobbing-Situationen beispielsweise im Beruf. Ja, und das sind permanente Kämpfe. Du gehst jeden Morgen durch die gleiche Tür, bist im gleichen Büro, hast immer noch mit dem gleichen narzisstischen Chef zu tun. Und das ist Stress, das ist chronischer Stress. Viele Leute können das nicht mehr abbauen. Und dann entstehen eben Schlafstörungen beispielsweise. Und dann ist so die Vorstufe entweder zum Burnout, das ist dann links abgebogen, oder rechts abgebogen, wenn man eine genetische Suszeptibilität hat, also eine genetische Empfindlichkeit übersetzt, ja, dann kann daraus auch eine Depression entstehen. Und diese beiden von mir erwähnten Forscher, die haben in diesem Paper damals geschrieben, dass wenn man Interferon gibt, ja, wenn man also einer Gruppe von Menschen gibt man Interferon, das sind Zytokine,
proinflammatorische Botenstoffe. Und wenn man die Menschen gibt, dann entstehen depressive-like behaviors. Das heißt, dann entstehen depressive Episoden. Warum? Ja, weil wir plötzlich eine ganze Menge proentzündlicher Zytokine im Umlauf haben. Ja, und die verteilen sich. Und wenn ich jetzt eine Empfindlichkeit auf der einen Seite, aber vielleicht auch ein sogenanntes Leaky Brain. Ja, vielleicht mal ein schöner neuer Begriff, Leaky Brain. Manche kennen Leaky Gut, aber Leaky Brain ist eigentlich noch interessanter, weil ja die Barriere, die wir im Darm haben, die haben wir eben auch in der Blut-Hirn-Schranke. Ja, und diese Blut-Hirn-Schranke kann sich öffnen. Da gibt es viele Optionen, warum sich sowas öffnet. Und wenn dann sehr viele proinflammatorische Zytokine kursieren im Körper, dann können die eben ins zentrale Nervensystem kommen. Und dort machen sie Entzündung. Und das Gehirn hat so seinen eigenen abgeschlossenen Raum, muss sich also befreien auch von diesen Zytokinen und beziehungsweise muss Entzündung regulieren, besser gesagt. Ja. Und wenn diese Entzündungen nachhaltig sind, dann ist eben die natürliche Strategie zum Beispiel eine soziale Isolation. Ja, bei depressiven Menschen sehen wir eine soziale Isolation als Strategie, einem Problem Herr zu werden, um andere Menschen nicht zu infizieren. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp was sagen zum Thema Ernährung und chronische Entzündung, vielleicht auch Omega-3, Omega-6, kurz andeuten. Wir sind mit der Zeit auch schon etwas fortgeschritten, was so da die wichtigsten Punkte sind, deiner Meinung nach. Ja, vielleicht müssen wir uns das so vorstellen. Wir haben halt hier ein Sammelbecken von entzündlichen Faktoren. Wir haben daneben ein Sammelbecken von anti-entzündlichen Faktoren. So, die können aus der Ernährung kommen, die können aus dem Bewegungsmangel kommen, die können aus dem Beruf kommen, ja, dass man mental überlastet ist, was auch immer. So. Und dem müssen wir anti-entzündliche Faktoren entgegensetzen. So, da haben wir jetzt einige Sachen, die finden wir in der Ernährung. Ja, zum Beispiel Vitamin D. Vitamin D ist einer der wichtigsten entzündungshemmenden Substanzen im Immunsystem. Oder, ja, ich würde sagen, entzündungsregulierend. Ich mag das Wort hemmen nicht, weil eine Entzündung sollte man eigentlich nicht hemmen, sondern die muss reguliert werden. So, eine Entzündung fängt an und hört auf. Und die zweitwichtigste ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Wir wissen, dass Omega-6-Fettsäuren eben proinflammatorische Mediatoren fördert und Omega-3 antiinflammatorische Mediatoren fördert. Ja, wenn man sich anguckt, wie das Fettsäureprofil von Patienten ist, dann ist das wirklich ein Drama. Also ich habe noch nie einen optimalen Wert gesehen, wenn jemand sich in diesem Feld nicht auskennt. Ja, also die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die messen dann ein, zwei Mal im Jahr ihren Omega-3-Index. Die wissen, dass alles über 8% ist in Ordnung. Aber Omega-3-Fettsäuren bauen sich auch immer wieder ab. Umso mehr Entzündung ich habe, umso mehr verbrauche ich davon. Das heißt, ich brauche viel mehr. So, und jetzt nehmen die Leute, weil sie gelernt haben, ne, in Fisch und in Iglu und wie sie alle heißen, ne, da ist Omega-3 enthalten. Und wie wir ja wissen, und dann sind wir in der Umweltmedizin, ja, ich habe auch eine Ausbildung in klinischer Umweltmedizin, dann sind wir eben bei dem Thema, was machen wir eigentlich mit unserer Umwelt? Ja, und dann sehen wir zum Beispiel große Fischsorten, ne, Thunfisch und so weiter, die kann man eigentlich niemandem mehr empfehlen. Zwar sind dort ein paar Omega-3-Fettsäuren enthalten, aber die Menge an Giftstoffen, die ich gleichzeitig aufnehme, die ist dann eben wieder proentzündlich. Ja? Die macht das eine Fass voll. Ja. Und dann helfen mir auch die wenigen Milligramm an Omega-3 nicht weiter. So. Das sind wichtige Faktoren. Dann natürlich alle Mikronährstoffe, die wir für das Immunsystem brauchen. Und da ist zum Beispiel natürlich Zink zu nennen für die Schleimhäute. Da ist Selen zu nennen. Selen hat nicht nur wichtige Funktionen in der Schilddrüse, sondern auch noch in allen anderen Drüsen. Ne? Denken wir an die Brustdrüse oder Prostata oder was auch immer für Drüsen der Mensch so hat. Alle sind letztendlich selenabhängig. Und wir sind im Selenmangelgebiet. Das ist so einer der Mikronährstoffebenen, wo ich persönlich sage, das können wir eigentlich über die Ernährung nicht mehr steuern. Ja. Es sei denn, man hat halt
Nahrungsmittel, die nicht, also die vielleicht auf selenreichen Böden gedeihen. Und da müsste man halt noch schauen, wie belastet sie sind mit schädlichen Faktoren. Aber ja, ja. Wahrscheinlich haben. Ja, aber sehr, da sind wir immer so in der Therapie oder in der Beratung, sind wir immer so in diesem, ne, Zwiespalt. Ja, können wir das jetzt empfehlen oder ist die Menge an Giftstoffen so hoch, dass wir es lieber weglassen und versuchen, das zu supplementieren? Also dann habe ich lieber etwas Hochgereinigtes, was ich isoliert gebe, als wenn ich eine Paranuss empfehle, die auch noch hochgradig, Schwermetall belastet ist. Richtig, ja. Ja, das ist so ein Wabonspiel. Also für deine Zuschauer, wir können es nicht alles verhindern. Ne? Wir haben gute Entgiftungssysteme, um auch unseren Körper einigermaßen reinzuhalten. Mhm. Aber das Ganze kann auch überlaufen und dann plötzlich haben wir dieses berühmte Fassphänomen, ja, unsere Entgiftungssysteme, unser Immunsystem komplett belastet wird. Okay, vielleicht noch, kannst du noch kurz und knapp was sagen zum Thema Sport und Bewegung? Du schaust dir gern 3 Stunden Tennis an, aber ja, welche Effekte hat es, wenn man sich selber auch bewegt oder Sport treibt in Bezug auf Gehirn, Nervensystem, beziehungsweise auch diese Entzündungsprozesse? Ja, ich hatte ja gesagt, wenn wir über unsere Sinnesorgane, wenn wir Sinnesorgane Bedrohungen aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel diese permanenten Horrormeldungen, die da reinkommen, ja, die strömen alle in unser Gehirn über, ne, in diesem Fall über die Augen, weil wir eben irgendwelche digitalen Texte lesen oder plötzlich irgendwelche Meldungen reinbekommen über unser Smartphone. So, die kommen alle über das visuelle Organ in das Gehirn und letztendlich im Körper reagiert immer das sympathische Nervensystem und das Hormonsystem. Ja, beide versuchen letztendlich Adrenalin, Cortisol und Noradrenalin zu aktivieren. Und was hat der liebe Gott, sage ich meinen Seminarteilnehmern auch immer, was hat der liebe Gott in uns eingebaut, um sozusagen ein Ventil für diese Stressaktivierung zu haben? Und das können wir eben in Naturfilmen wunderbar nachvollziehen. Ja, was machen Zebras? Zebras werden bedroht durch eine Wildkatze. Ja, Wildkatzen sind wahnsinnig schnell. Ja, also die Gefahr ist sehr, sehr groß. Aber was Wildkatzen nicht können, die haben keine Ausdauer. Die haben keine Ausdauerleistungsfähigkeit, wie Menschen beispielsweise. So, das heißt, die Wildkatzen sind sehr, sehr schnell erschöpft. Und das wissen Zebras. Das heißt, Zebras können flüchten. Das sind Fluchttiere. Und wenn dann der Löwe oder der Leopard oder was auch immer, wenn der jetzt erschöpft ist, dann weiß das Zebra, okay, jetzt kann ich wieder grasen, Stresssystem runterfahren, Parasympathikus aktivieren, rest and digest, ja, fressen und verdauen. So ist das im Grunde verschaltet im Körper. So, aber Flucht, was ist Flucht? Flucht ist Bewegung. Kampf ist Bewegung. Flucht und Kampf sind Aktivierung von Muskulatur. Das ist für den einen spazieren gehen, das ist für den anderen Tennis spielen, das ist für den nächsten klettern gehen oder was auch immer. Es ist völlig egal, welche Muskelaktivität, aber Hauptsache, sie findet überhaupt statt. Ich sage meinen Patienten auch immer, wir müssen eine Bewegungsform finden, die ihnen Spaß macht und die möglichst viele Muskeln gleichzeitig aktiviert. Ja? Und das ist eben ein großes Problem, ja. Also mich musst du nicht motivieren, Sport zu treiben. Ja, ich habe damals Sport studiert, weil ich immer in meinem ganzen Leben jeden Tag Sport gemacht habe. Da hat mich mein Vater, meine Mutter nie zu animieren. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, erzählt mir nichts über Rückenschmerzen, ja, oder warum euch das und jenes wieder wehtut. Ich habe mal die Worte meiner Mutter immer noch im Ohr. Ja, ihr wollt es ja nicht anders. So, also mein Bruder war Sportler, ich war Sportler und wir sind heute immer noch Sportler. Warum? Weil wir es einfach brauchen, die Muttermilch. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die brauchen das nicht, die haben diesen Antrieb nicht. Aber die haben vielleicht andere Antriebe, sich mit Freunden zu treffen. Ja? Meine Nachbarin, die macht immer Yoga-Retreats bei sich im Garten und da kommt die halbe Nachbarschaft. Die finden das gut, die treffen sich da, die machen ein bisschen Bewegung, die quatschen ein bisschen. Die machen dann ihr Stretching-Programm und so weiter. Egal, was du machst, jede Muskelaktivität, vielleicht auch in Verbindung mit Mentaltechniken, macht total viel Sinn, um aus diesem Sympathikotonus herauszukommen in den Parasympathikus. Und ich sage im Mental Coach immer bei unserer Ausbildung,
Warum hat es denn im letzten Jahr drei Bücher gegeben, die über den Parasympathikus geschrieben wurden? Das ist doch nur der Grund, warum, weil wir eine sehr, sehr überstresste Gesellschaft sind, die es einfach nicht mehr schafft, ja, sich zu regenerieren, sich mental zu erholen. Wir können das Ding einfach nicht mehr abschalten. Und wenn wir dieses Stresssystem über die Hormone und über das sympathische Nervensystem nicht mehr abgeschaltet bekommen, dann ist eine Konsequenz, ist die Schlafstörung. Und wegen der Schlafstörung gehen wir dann zum Hausarzt und der gibt uns dann irgendwelche Schlafmittel. Ja, und damit öffne ich eigentlich schon die Tür dafür zu sagen, okay, du wirst dann irgendwann schlafmittelabhängig oder du fängst an zu überlegen, wo die Schlafstörung herkommt. Jede Muskelaktivität, vielleicht auch in Verbindung mit Mentaltechniken, macht total viel Sinn, um aus diesem Sympathikotonus herauszukommen in den Parasympathikus. Und ich sage im Mental Coach immer bei unserer Ausbildung, warum hat es denn im letzten Jahr drei Bücher gegeben, die über den Parasympathikus geschrieben wurden? Das ist doch nur der Grund, warum, weil wir eine sehr, sehr überstresste Gesellschaft sind, die es einfach nicht mehr schafft, ja, sich zu regenerieren, sich mental zu erholen. Wir können das Ding einfach nicht mehr abschalten. Und wenn wir dieses Stresssystem über die Hormone und über das sympathische Nervensystem nicht mehr abgeschaltet bekommen, dann ist eine Konsequenz, ist die Schlafstörung. Und wegen der Schlafstörung gehen wir dann zum Hausarzt und der gibt uns dann irgendwelche Schlafmittel. Ja, und damit öffne ich eigentlich schon die Tür dafür zu sagen, okay, du wirst dann irgendwann schlafmittelabhängig oder du fängst an zu überlegen, wo die Schlafstörung herkommt. Sprung fühlen sich dieses Interview auch noch anzuschauen, weil auch der Mensch kann in diesen Zittermodus reinkommen und dann können sich auch solche Spannungen lösen, was ich sehr interessant finde und auch schon selber, selber praktiziere und da ja gutes Gefühl dabei habe.